Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Hitzesommer, Waldsterben, Wasserknappheit. Wir leben in einer Zeit, in der wir die Auswirkungen des von Menschen gemachten Klimawandels drastisch zu spüren bekommen. Und ausgerechnet in dieser Zeit soll in Mittel- und Nordhessen eine Autobahn gebaut werden, deren Planungen aus der Mitte des letzten Jahrhunderts stammen? Zunehmend mehr Menschen sind der Auffassung, dass wir eine Verkehrswende brauchen. Es wächst das Bewusstsein bis weit in konservative Kreise hinein, dass sich Mobilität verändern muss, dass Schiene und öffentlicher Nahverkehr gestärkt gehören, dass Gütertransporte klimafreundlich organisiert werden müssen. Und ausgerechnet in dieser Zeit erklärt uns ein grüner Verkehrsminister, der Kampf gegen die A49 sei verloren. Weltweit gehen Millionen Menschen gegen den Klimawandel auf die Straße. Das Bewusstsein der Menschen ändert sich, und ein grüner, stellvertretender Ministerpräsident gibt den Kampf verloren. Das, meine Damen und Herren, ist doch ein Schlag in das Gesicht vieler Aktivisten von Bürgerinitiativen, Umwelt- und Klimabewegung und an der grünen Basis. Und das ist der Grund, warum Umweltaktivistinnen wie Carola Rakete sagen, dass die Grünen nicht glaubwürdig sind. Wie stand es denn heute auf dem Banner von Greenpeace vor dem Landtag? Wenn das noch grün ist, dann sehen wir schwarz. Herr Staatsminister Al-Wazir, überdenken Sie Ihre Haltung. Stehen Sie für Ihre einstigen Ziele ein und nutzen Sie Ihren Handlungsspielraum. Hören Sie auf, zuzusehen, wie der Wald gerodet wird. Und, meine Damen und Herren, der Weiterbau der A49, das ist nichts anderes als ein Planungsdinosaurier, über den die Zeit hinweggegangen ist. Diese verkehrs- und umweltpolitische Geisterfahrt, die muss doch endlich beendet werden. Wer die Menschen und das Klima schützen will, der muss diesen Autobahnwahnsinn stoppen, meine Damen und Herren. Und Gründe dafür gibt es genug. Für den Bau der A49 sollen 85 Hektar Wald gerodet werden, darunter intakter, vorbildlich nachhaltig bewirtschafteter Mischwald. Die Befürworter, die sagen jetzt, es gibt ja Ausgleichsmaßnahmen, aber es ist eine abstruse Vorstellung, schwere ökologische Schäden ungeschehen zu machen, indem man auf anderen Flächen Natur quasi einfach stapeln könnte. Man kann die Zerstörung des Dannenröder Waldes nicht an einem anderen Ort kompensieren, und deshalb dürfen der Herrenwald und auch der Dannenröder Wald nicht gerodet werden. Und das ist auch nicht das Einzige. Der Autobahnbau gefährdet die Trinkwasserversorgung einer Region mit über 500.000 Menschen. Im Trassenverlauf da liegen wichtige Wasserschutzgebiete Mittelhessens. Für die mittelhessischen Wasserwerke, die die Trinkwasserbrunnen betreiben, ist der Trassenverlauf sogar der ungünstigste. Sie sagen, gravierende Folgen für die Wasserversorgung sind nicht auszuschließen. Der Bau wäre eine Operation am offenen Herzen. Darüber hinaus droht die Freisetzung von Rüstungsaltlasten. Seit Dienstag liegt jetzt ein Wassergutachten vor, in Auftrag gegeben von der Gesellschaft, die die Autobahn bauen will, ausgeführt von dem Büro, das schon früher in Gutachten grünes Licht für die Planung gegeben hat. Da scheint das Motto zu gelten, wes Brot ich esse, des Lied ich singe. Meine Damen und Herren, die Versorgung mit Trinkwasser ist viel zu wichtig, als dass wir sie einem Autobahnbau unterordnen dürfen. Und ich kann ja gut verstehen, wenn Menschen hoffen, dass sich durch den Bau der Autobahn Verkehrsbelastungen in der Region reduzieren. Ich komme ja selbst aus Mittelhessen. Aber ich befürchte, das Gegenteil wird doch der Fall sein. Was in den 60er Jahren mal als eine lokale Verbindung von Gießen nach Kassel gedacht war, das wird doch im globalisierten Kapitalismus des 21. Jahrhunderts zu einer zentralen Nord-Süd-Verbindung in Europa für den Güterverkehr auf der Straße und Beton von Stockholm bis nach Istanbul und wieder zurück. Dafür aber war die Trasse, die Autobahn, nie konzipiert. Sie wird massiven Verkehr nach Mittelhessen bringen. Viele Straßen werden be- und nicht entlastet. Ganze Täler werden verlärmt. Wer Straßen sät, der wird Verkehr ernten. Wir wollen das nicht. Und ein weiteres Problem. Der Weiterbau der A49 verursacht gigantische Kosten.
der Bau von 42,5 Autobahnkilometern verschlingt 1,4 Milliarden Euro. In nur wenigen Jahren haben sich die Kosten für dieses Privatisierungsprojekt verdreifacht. Der Bundesrechnungshof ist bis heute nicht überzeugt von der Wirtschaftlichkeit der Privatisierung. Private Investoren reiben sich die Hände, sie freuen sich auf klingelnde Kassen. Das lehnen wir ab. Straßen gehören in öffentlicher Hand. Statt aber das Geld in einer unnützen Autobahn zu versenken, sollten wir die Mittel doch nehmen, um sie in bezahlbare, klimafreundliche Mobilität in den Ausbau von Schiene und öffentlichen Nahverkehr zu stecken. Auch rechtliche Bedenken konnten bis heute nicht ausgeräumt werden. Die zwingenden Gründe des überwiegend öffentlichen Interesses, auf das juristisch immer abgestellt wird, die den Autobahnbau durch Naturschutzgebiete legitimieren, die basieren auf zahlreich widerlegten Zahlen und auch auf windigen Fakten. Und ein Projekt, das offenkundig auf falschen Annahmen basiert, das darf doch nicht weiterverfolgt werden, nur damit man es weiterverfolgt. Nein, ein solches Projekt muss gestoppt werden. Und ja, wir danken den Bürgerinitiativen in Nord- und Mittelhessen, die sich jahrzehntelang gegen die A49 engagiert haben. Wir begrüßen den Dannenröder Appell, welcher von zahlreichen Initiativen auf den Weg gebracht wurde und auch von lokalen Gliederungen von Grünen und Linken unterzeichnet worden ist. Und wir schicken Grüße in den Danni an die Aktiven der Waldbesetzung, gerade in diesen Minuten. Und für uns bleibt es klar, meine Damen und Herren, man muss diese Autobahn nicht bauen. Die Planungen sind nicht mehr zeitgemäß. Da können Sie hundertmal argumentieren, das Verfahren ist durch alle demokratischen und rechtlichen Instanzen gelaufen. Das ist auch richtig. Richtig ist aber auch, Baurecht ist keine Baupflicht. Meine Damen und Herren, wir können dieses Projekt stoppen. Und dazu erlaube ich mir zu zitieren. Ich zitiere, wir ziehen damit den endgültigen Schlussstrich unter ein Vorhaben, gegen das von Anfang an gewichtige Einwände erhoben wurden. Herr Abgeordneter Lauske, lassen Sie eine Zwischenfrage zu von Herrn Lambrou? Nein, ich zitiere, wir ziehen damit den endgültigen Schlussstrich unter ein Vorhaben, gegen das von Anfang an gewichtige Einwände erhoben wurden und über das die Zeit hinweggegangen ist. Das sagte kein Geringerer als der grüne Verkehrsminister Tarek Al-Wazir 2015 zur Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses des Alleentunnels in Frankfurt. Wir merken, Planfeststellungsbeschlüsse können aufgehoben werden. Man muss es eben nur wollen. Und wenn sich die CDU, die SPD und die Grünen dafür aussprechen würden, das Projekt zu überdenken, dann gäbe es gute Chancen, diesen Autobahnwahnsinn zu stoppen. Das Problem aber, sie wollen es nicht. CDU und SPD sind in den letzten Wochen auf Tauchstationen gegangen. Der grüne Verkehrsminister hört nicht auf zu beteuern, er sei nur der Ausführer, er habe keinen Spielraum, und er sehnt das Ende des Jahres herbei, an der er die Verantwortung los ist. Ich finde, Herr Staatsminister Al-Wazir, hören Sie auf mit dieser zur Schau getragenen Darstellung Ihrer inneren Zerrissenheit. Handeln Sie wie ein Politiker, der für seine Überzeugungen kämpft. Früher, da wären die Grünen nicht nur in den Wald gegangen. Nein, sie wären geblieben. Sie hätten selber Baumhäuser gebaut. Heute machen Sie eine Verkehrspolitik, die Ihnen den Beifall von CDU, FDP und AfD einbringt. Das ist doch erbärmlich, meine Damen und Herren. Und seien Sie doch bitte ehrlich, wären Sie nicht in einer Koalition mit der Hessen-CDU, dann würden Sie heute hier nicht einen Antrag für, sondern einen gegen den Weiterbau der A49 in den Hessischen Landtag einbringen. Jetzt und hier und heute ist der Zeitpunkt, an dem Sie sagen müssen, ob Sie für oder gegen dieses Projekt sind. Sie müssen Farbe bekennen, und hören Sie auf, Naturschutz, Klimaschutz und Verkehrswende im Mund zu führen, sondern machen Sie die Verkehrswende, schützen Sie das Klima und setzen Sie sich ein für ein Moratorium und machen Sie das gegenüber der Bundesebene deutlich. Und eines noch,
besonders an Vertreter der FDP und der CDU. An Sie möchte ich adressieren. Hören Sie auf, Gewalt bei den Protesten herbeizureden. Stoppen Sie die Kriminalisierung der jungen Menschen im Wald. Ziviler Ungehorsam ist eine Witwe. Herr Abgeordneter Schalauske ist etwas unruhig, aber Sie müssten eh zum Schluss kommen, weil Ihre Redezeit rum ist. Ungehorsam ist eine wichtige Triebfeder der Demokratie. Wie formuliert es die grüne Jugend? Alle in den Wald, Dani bleibt, A49 stoppen. Politische Entscheidungen können verändert werden. Wir beantragen namentliche Abstimmung.